Guten Morgen. Wenn ihr zufrieden seid mit eurem Leben, braucht ihr nicht über Zeitmanagement nachzudenken. Solltet ihr Potenzial erkennen in eurem Leben, was Zufriedenheit angeht, dann ist Zeitmanagement eine sehr, sehr wichtige Sache, die als Tool durchaus einen Sinn macht. Zeitmanagement. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Findet ihr oben in den Infokarten. Heute ein kleiner, einfach eine kleine Inspiration, wie ihr dieses Zeitmanagement in eurem Leben viel, viel effektiver nutzen könnt. Und zwar Bewusstheit. Bewusstheit über eure Zeit. Darum geht es letztlich. Das heißt, ihr stellt euch Fragen, was mache ich mit meinem Leben? Ist das sinnvoll, was ich mit meinem Leben mache? Da kommen verschiedene Fragen, dass ihr nach einem Tag reflektiert, was habe ich gemacht? Also die Frage, ja, was habe ich gemacht? Was habe ich heute eigentlich getan? Was habe ich heute eigentlich getan? Oder Fragen, was mache ich eigentlich gerade? Was tue ich gerade? Das sind Fragen der Bewusstheit. Also was tue ich gerade? Aber nun die Frage, die stellt man sich nicht so häufig. Ich habe da auch mal ein Video gemacht, wo ihr euch alle 10 Minuten, ihr hattet etwas, woran ihr denken solltet oder was ihr bewusst ausführen solltet, und ihr solltet alle 10 Minuten daran denken, was ihr gerade tut und ob es noch das ist, was ihr euch vorgenommen habt zu tun. Und Handy erinnert euch alle 10 Minuten daran zu schauen, was tue ich gerade, was denke ich gerade, ist es genau das, was ich eigentlich wollte? Nein, oftmals ist es so, dass man dann in Automatisierungsprozesse wieder hineingerutscht ist und eben nicht das tut, was man sich vorgenommen hat. Und auch ein interessantes Video, ich weiß nicht, ob ich das noch finde, aber das war eines der Videos, die zusammen mit vielen anderen Themen, die am Anfang meiner YouTube-Karriere normal war, gebracht wurden. Und ja, und das ist halt eben eine ganz große Frage. Was tue ich gerade? Neben dem Punkt, was habe ich heute getan? Und daran erkennt man dann auch Zeit, die für einen persönlich verloren geht. Verloren geht in der Form, dass man diese Zeit lieber anders genutzt hätte, aber in den Momenten, wo man die Zeit eben so nutzt, wie man sie eigentlich nicht nutzen will, irgendwie addicted ist oder irgendwie dass man einfach nicht bewusst darüber ist, was man gerade tut. Also wenn man darüber nachdenken würde, schon, aber oft denkt man ja nicht darüber nach. Und das ist also die Frage Bewusstheit. Und da geht es eben auch daran, genau das zu erkennen, das heißt solche Automatendinger, also Automatismen erkennen. Was kann man durch Bewusstheit? Das heißt, dieser Fakt Bewusstheit ist eine der Schlüsselrollen, wenn es um Zeitmanagement geht. Sich darüber bewusst werden, was man tut. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ne? Also, Bewusstheit führt dazu, dass man Automatisierungen erkennen kann. Und das ist eben für das Zeitmanagement von immenser Bedeutung. Denn mit dieser Erkenntnis der Automatisierungen und generell mit den Fragestellungen, was man denn so tut, kommt es dazu, dass wir das alles analysieren können. Da kommen wir zur Analyse. Das ist halt quasi wie so ein Kreislauf jetzt hier. Ne? Bewusstheit, was tun wir, was habe ich getan, was tue ich gerade, wo ist mir Zeit flöten gegangen, die Automatismen erkennen, die wir eben nicht wollen, und dann die Analyse, dass man das dann analysiert im Rahmen, das ist das Zeitmanagement, ist das alles, im Rahmen dessen, was man eigentlich möchte. Und darum geht es, dass man Bewusstheit erlangt, um daraus für sich festzulegen, wie möchte ich meine Zeit verbringen und wie verbringe ich meine Zeit. Die Diskrepanz zu sehen. Und ja, und wenn man aus der Analyse heraus quasi für sich persönlich ein Ergebnis hat, dann kann man sich in erster Linie überhaupt ändern. Man kann sich nicht ändern, wenn man sich nicht über etwas bewusst geworden ist,
dann bleibt man eben in diesen Automatismen. Änderung verlangt immer, dass man bewusst geworden ist und dass man das dann auch analysiert, dass man das gedanklich dann auch verarbeitet, was einem bewusst geworden ist. Vielen Menschen werden verschiedene Dinge bewusst. Zum Beispiel, oh, ich bin fett. Ich werde mir bewusst, dass ich fett bin. Aber sie analysieren das nicht. Warum bin ich fett geworden? Was muss ich vielleicht ändern? Ne? Deswegen ist die Analyse, also die Bewusstheit reicht nicht aus. Bewusstheit und Bewusstsein, habe ich schon ein Video dazu gemacht, vielleicht verlinke ich euch das oben. Ne? Das hat jetzt alles nichts mit Bewusstsein zu tun, das ist Bewusstheit. Also Bewusstheit führt zum Automatismus, Erkenntnis und Analyse und dann ist es erst möglich, wirklich tatsächlich eine Änderung hervorzurufen. Änderung, genau. Und diese Änderung ist dann meist gekoppelt an letztlich dann das, was wir alle wollen, an eine Zufriedenheit, einen höheren Grad an Zufriedenheit, sagen wir mal. Das ist nichts Komplettes, also nichts Absolutes, die Zufriedenheit, da spielt die Tatsache mit rein, dass wir als Menschen eigentlich nie zufrieden sind, weil wir immer nach mehr streben. Wer sich mit Zeitmanagement beschäftigt, der wird immer oder generell mit Optimierung beschäftigt, der wird immer weiter nach etwas streben. Ich möchte noch zufriedener werden, noch besser werden, höher, schneller, weiter. Aber das ist nun mal das, was wir auch akzeptieren müssen. Es ist in unseren Geist eingepflanzt, sei es genetisch oder sei es durch Konditionierung, aber wir unterliegen dem alle. Wichtig ist, das so ein wenig als Spiel zu sehen und dass man wahrlich zufrieden wird, wenn man komplett Abstand nimmt von denen. Das wäre der Idealfall. Bloß da sind die meisten noch nicht und deswegen ist es mir auch immer noch ein Bedürfnis, solche Videos zu bringen. Wir sind aber noch nicht zu Ende, weil ich habe noch einen Tipp für euch. Wie kann man dieses Ganze hier, Bewusstheit und Analyse, wie kann man das vielleicht in einen Tipp formulieren oder in etwas Praktikables für euch ummünzen? Und da habe ich persönlich für mich auch etwas gefunden, wo ich ziemlich begeistert bin, wie einfach das geht. Und das ist eine Handy-App und davon gibt es viele. Ich nenne euch mal einfach die, die ich benutze, ist übrigens kostenlos, das heißt, ihr mögt, gibt's auch eine Premium-Version, aber die ist nicht notwendig, die habe ich auch nicht, eine kostenlose Handy-App. Da sind wir wieder bei dem Thema, ein Handy kann auch sinnvoll sein. Und diese Handy-App, die nennt sich Hours. So. Und mit dieser Handy-App, da könnt ihr euch einstellen, was ihr tagtäglich macht. Ich habe bei mir Sachen draufstehen wie Internet privat, Internet Beruf oder Internet YouTube, Internet War Spirit habe ich das glaube ich genannt, weil ich mag nicht so die Unterteilung zwischen Privat und also Freizeit und Beruf, weil das ich auch nicht so empfinde. Aber es gibt natürlich Sachen, die tue ich dafür, um anderen was Gutes zu tun und Sachen, die tue ich, um mir etwas Gutes zu tun, obwohl das auch wieder im Zusammenhang steht. Aber ihr wisst, was ich meine. Internet Privat, Internet War Spirit oder Wohnung, Garten, Nahrungszubereitung, Freunde, Sexualität, all diese Dinge habe ich bei mir als Themen geschrieben und immer die App, die läuft quasi, wenn ich aufstehe, fange ich an und schreibe zum Beispiel Nahrung zubereiten. Da geht es darum, dass ich früh meine Sprossen, meine Gräser, alle gieße, drücke ich auf Nahrung zubereiten. So. Wenn ich damit fertig bin und setze mich hin, klicke ich dann, ich ändere was von meiner Tätigkeit, klicke ich dann auf Internet War Spirit, indem ich die ersten Kommentare beantworte, indem ich Mails beantworte, bei Facebook beantworte und so, solche Sachen. Und dann je nachdem was ich tue, klicke ich dann da drauf, wenn ich die Tätigkeit ändere. Und am Ende des Tages, wenn dann alles vorbei ist, dann kann ich mir, wenn ich das möchte, direkt an dem Tag auch die Auswertung anschauen, wie viele Minuten habe ich mit dem verbracht, wie viele Minuten habe ich mit dem verbracht. Und das kann ich für mich persönlich in eine Excel-Tabelle eintragen und dann zum Beispiel nach einem Monat mal analysieren, hat sich irgendwas geändert oder in erster Instanz erstmal überhaupt schauen, wie viel Zeit verbringe ich mit den verschiedenen Dingen. Daraus dann sagen, okay, nein, ich möchte mehr Zeit für mich nehmen, ich möchte mehr Zeit für, also Christian privat zum Beispiel oder was auch immer und nehme das als Ziel,
mach das weiter und kann nächsten Monat dann schauen, habe ich mein Ziel erreicht. Und daraus erwachsen dann auch wieder andere Effekte, dass man zum Beispiel selber erkennt, ob man dann wirklich fähig ist, sich wirklich zu ändern, dauerhaft, oder ob man immer wieder in diese Automatisierung zurückgeht und was es tatsächlich bedarf, seine Persönlichkeit nachhaltig zu ändern. Das sind sehr, sehr viele interessante Aspekte, die daraus erwachsen, aus dieser Zeitmanagement-Analyse mit Tools. Es gibt übrigens auch noch andere Apps und es gibt auch Android und iOS, also verschiedene Betriebssysteme. Und schaut da einfach, was für euch dabei ist. Passt auf, dass ihr, also ich würde empfehlen, nehmt irgendeine Gratis-Version. Es gibt genug, die euch das vollkommen, was vollkommen ausreicht und die sehr einfach zu handhaben sind. Diese sind einfach die einfachsten, weil du nur einmal auf irgendwas draufklicken musst. Bei den anderen fand ich etwas komplizierter. Und ja, und die Auswertung könnt ihr für euch selbst übernehmen per Excel-Tabelle. Die Auswertungen kosten dann meistens eben Geld, braucht's aber nicht. Du siehst trotzdem jeden Tag, wie viel Zeit du mit was verbracht hast. Das ist so eine kleine Inspiration, was Zeitmanagement angeht, die ich euch unbedingt übermitteln wollte, weil das für mich einen sehr hohen Wert bekommen hat, das wirklich auch mal tatsächlich zu analysieren, immer in dem Gedanken, hey, ist eine Spielerei, weil das ist mein Denken. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und jetzt muss ich gleich wieder draufklicken, weil das war Video machen und jetzt gehe ich wahrscheinlich aufs Klo oder klicke ich auf Toilette. Ja, auch das ist ein Berichtspunkt. Macht's gut, euer Christian.